Meine Damen und Herren, wenn ich die Ehre habe, hier vor Ihnen zu sprechen, glauben Sie ja nicht, dass mir das viel Geld trägt. Die Columbia ist nicht so üppig in Zahlen. Das liegt wohl im System des Unternehmertums. Wie einer ein Unternehmen hat, sitzt er auf dem Geld. Aber es ist nicht meine Absicht, über die Fabrik zu schimpfen. Ich hab's auch nicht besser getan. Ich war ja auch einmal Unternehmer, hatte ein eigenes Kabarett. 3 Tage vor der Öffnung bin ich draufgekommen, dass ich noch gar keinen Konferencier engagiert habe. Aber ich dachte mir, es ist kein Malheur, ich sitze an der Quelle, ich nehme mir den Grünbaum. Das ist ein vornehmer, geistreicher Künstler, hübscher Mensch ist auch, den hole ich mir. Nur war es mir angesichts der persönlichen Beziehungen, die zwischen mir und mir herrschen, peinlich, mir da im mündlichen Verkehr vielleicht da einen Korb holen zu sollen, habe ich mir eine Postkarte geschrieben. Habe mir geschrieben, mein lieber Grünbaum, wie es mir bekannt sein dürfte, eröffne ich nächster Tage ein eigenes Kabarett und möchte mich gerne darüber mit mir unterhalten. Wenn es mir also genehm ist, bitte ich mich, mich morgen zwischen 2 und 3 Uhr in meiner Wohnung zu besuchen. Mit den herzlichsten Grüßen, mein ergebener Fritz Grünbaum. Na, ich bekomme also die Karte, lese sie durch, vorsichtig, misstrauisch, ich kenne mich doch. Denk mir, was habe ich da wieder für eine Schiebung mit mir vor? Na, aber von Neugier getrieben, gehe ich richtig am nächsten Tage zu mir, klopfe bei meiner Tür an, eine Stimme, die ich sofort als die meinige erkenne, ruft rein. Ich trete ein, richtig sitze ich hinten am Schreibtisch, spring aber sofort auf, komme auf mich zu mit ausgebreiteten Armen. Ich war ja so zuckersüß, aber ich war reserviert. Also sage ich zu mir, grüß mich Gott, mich auch. Wie geht es mir? Danke gut. Und mir? Auch gut. Will ich vielleicht Platz nehmen, eine Zigarette rauchen? Richtig, haben wir uns hingesetzt, zusammen eine Zigarette geraucht und nicht ein Wort geredet. Endlich springe ich auf, sagt zu mir, pass ich auf. Ich hätte eine Idee. Wie wäre es, wenn ich bei mir als Konferencier aufträte? Nun sage ich, das ist eine reine Geldfrage, bitte mir einen Vorschlag zu machen. Habe ich mir eine Ziffer genannt? Na, hätten Sie mich sehen sollen. Nur, dass ich mir nicht an die Gurgel gesprungen bin. Zum Zimmer hinaus, die Tür hinter mir zu. Aber auf der Treppe habe ich mir gesagt, ach, ich bin doch auf mich angewiesen. Ich gehe noch einmal zu mir zurück. Richtig, ich komme noch einmal hinauf, trete bei mir ein, gehe auf mich zu und sage zu mir in kalter Empörung. Pass ich auf. Ich habe mich entschlossen, meinen entehrenden Vorschlag anzunehmen. Aber auf das eine mache ich mich aufmerksam. Segen werde ich an dem Geld nicht erleben, das ich mir da am eigenen Leib heruntergerissen habe. Ich wünsche mir, dass ich mitsamt meinem ganzen Kabarett pleite gehen soll. Was soll ich Ihnen viel erzählen? Mein Wunsch ist mir in Erfüllung gegangen.